Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Offenbar deutsche Anhängerinnen der IS-Terrormiliz im Irak gefasst. Wie die Zeitung Die Welt und ein irakischer Offizier berichten, soll es sich um 5 deutsche Frauen handeln. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dresden wird ihre Identität noch geprüft. Türkisches Gericht ordnet Untersuchungshaft für 6 Aktivisten an. Zu den Inhaftierten zählt ein Deutscher und auch die Direktorin von Amnesty International in der Türkei, İdil Eser, wie die Menschenrechtsorganisation berichtet. Bundesregierung unterstützt Klage des inhaftierten Journalisten Yücel gegen die Türkei. Eine Stellungnahme soll Yücel in seinem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte helfen, berichtet Die Welt. Reform des US-Gesundheitssystems vor dem Aus. Am Abend erklärten 2 weitere republikanische Senatoren, gegen das von US-Präsident Trump geplante Vorhaben zu stimmen. Damit verfügen die Republikaner nicht mehr über die nötige Mehrheit. Schwere Waldbrände in Kroatien. An der Adriaküste sind mehrere Vororte der Stadt Split betroffen. Ein Einkaufszentrum wurde evakuiert, mehrere Häuser fingen Feuer, Autos brannten aus. Hunderte Feuerwehrleute und Soldaten sind im Einsatz. Das Wetter, anfangs teilweise dichtere Wolken, sonst freundlich mit viel Sonne. Im Süden, vor allem im Bergland, einzelne Wärmegewitter. Höchstwerte 20 bis 33 Grad.